Hallo ihr Lieben, hier ist euer Stefan Engel. Ich möchte euch auf diesem Wege mal ganz herzlich Danke sagen für das tolle, erfolgreiche Jahr 2019, das wir miteinander erlebt haben. Es gibt für einen Musiker nichts Größeres, als solche Freunde und Fans wie euch zu haben. Wir haben 2019 sehr viele schöne Feste gefeiert. Wir haben zusammen gelacht, aber auch zusammen geweint. Es gab emotionale Momente, die ich auf jeden Fall nicht missen möchte. Es ist sehr, sehr schön, wenn ich umarmt werde und mir jemand seine Emotionen ausschüttet. In dem Fanclub sind viele tolle Freundschaften entstanden, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Denn eine ganz große Gemeinschaft zu haben mit vielen tollen Freunden ist einfach überragend. Ich kann es nicht beschreiben und es würde den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt alles erzählen müsste, was ich für euch fühle. Ich kann euch nur eins sagen, ich wünsche mir nichts mehr, wie dass wir zusammen 2020 denselben Weg weitergehen, die Gemeinschaft wächst und ihr alle, ihr lieben Fans da draußen, Freunde, Bekannte und ganz besonders der Fanclub, wenn ihr an meiner Seite bleibt und mich weiterhin unterstützt. Es ist ein Wahnsinnsgefühl, euch zu haben, und wenn ich ganz kurz beschreiben muss, was ich für euch empfinde, dann gibt es nur eins. Ich liebe euch. Bleibt wie ihr seid, geht mit mir den Weg, ich würde mich sehr freuen. Denn ich bin euer Stefan und werde es auch immer bleiben. Vielen Dank, dass ihr für mich da seid. Jetzt weiß die ganze Welt da draußen Bescheid, wer ihr seid und was ich für euch empfinde. Und mir ist es ganz wichtig, dass jeder da draußen auch weiß, was ihr für tolle Menschen für mich seid und was ihr mir bedeutet. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Interview und sage bis bald, euer Stefan Engel. FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Köppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Köppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren. FIPS, in das Radio lebt. Schwarz und Gold, wow, Schwarz und Gold. Deutsche Hits und Raritäten. Mit Christoph Schüli. Und wie schon angekündigt, um kurz vor halb durfte ich ihn schon vom Parkplatz abholen vor unserem Studio. Mein heutiger Studiogast ist Stefan Engel. Engel allerdings ohne E. Ne? Also nicht wie der Engel, das Himmelswesen, sondern Engel ohne E. Und das ist, glaube ich, ganz spezifisch fränkisch, oder? Ja, ganz genau. Das ist fränkisch. Hallo erstmal zusammen. Servus, sagt man bei uns in Franken. Engel, wir haben uns das rausgesucht, diesen Künstlernamen, weil man Engel spricht man so. Also bei uns ist das, wird das abgekürzt. Engel, das wäre eher Hochdeutsch und das machen wir Franken eher selten. Okay, also in der Hinsicht seid ihr so ein bisschen mundfaul. Nicht Engel, sondern Engel? Ja, würde ich sagen, ja. Okay, würde schon passen. Und damit hast du schon verraten, aus welcher Region du kommst. Woher kommst du genau? Ich bin aus Mittelfranken, aus Erlangen. Und da stammt ja auch der große Michael Holm her. Und ja, ich habe immer gesagt, so nach dem großen Michael Holm vielleicht ich jetzt im Schlagergeschäft, wenn ich da landen kann, dann ja, wäre das ganz toll. Also die erste Voraussetzung dafür ist ja, dass man entsprechendes Liedmaterial vorweisen kann. Und das kannst du ja schon, denn dein erstes Album ist vor einigen Monaten im Sommer letzten Jahres erschienen. Es trägt den Titel Engelsgleich und das möchten wir heute so ein bisschen vorstellen in der kommenden Stunde. Ja, ich freue mich drauf. Dann fangen wir jetzt gleich mal musikalisch an, bevor wir ein bisschen tiefer ins Gespräch einsteigen mit dem Song, der, glaube ich, deine erste Single war vor einiger Zeit, nämlich Mit uns beiden könnt's was werden. Jawohl. Dann hoffe ich, dass es mit uns beiden auch was wird in der nächsten Stunde, zumindest interviewtechnisch. Und dann steigen wir jetzt mal ein mit diesem Song hier. Vergesse die Welt ringsumher.
plötzlich zu dem Herz gefunden, das ein Feuerwerk in mir entfacht. Und ich spür, hier geschieht grad ein Wunder. Es legt sich in die Herzen hinein, hat uns für alle Ewigkeit verbunden. Und ab heute werden wir nicht mehr einsam sein. Mit uns beiden könnt's was werden heute Nacht. Unser Schicksal hat die Träume wahr gemacht. Denn ich habe in den letzten Stunden endlich zu dem Herz gefunden, das ein Feuerwerk in mir entfacht. Heutiger Studiogast Stefan Engel mit seinem Song Mit uns beiden könnt's was werden aus seinem im Sommer letzten Jahres erschienenen Debütalbum Engelsgleich. Und immer wenn ein Album rauskommt, gibt's ja auch eine Künstlerbiografie dazu, dass man sich ein bisschen über den Künstler informieren kann, der dieses Album veröffentlicht hat. Und Stefan, in deiner Künstlerbiografie steht, dass du Ende 2017 beschlossen hast, ein Album zu machen. Wie ist dieser Entschluss denn gereift? Ja, das war so, ich bin ja schon längere Zeit auf den Bühnen unterwegs und wir waren ja früher, ich war so ein Musikduo und wir haben viel auf so Kirchwein gespielt und Geburtstagen und Hochzeiten und solche Feste gemacht. Und irgendwann habe ich mir mal gedacht, Mensch, immer wenn du da oben stehst und Schlager spielst, dann hast du so das gewisse Gefühl, jetzt bist du angekommen, das gefällt dir, damit bin ich aufgewachsen mit dem Schlager, also das lief im Radio rauf und runter bei den Eltern und der Großvater war auch Musiker und ja, und wie gesagt, wenn ich auf der Bühne stand, habe ich mir so gedacht, Mensch, Schlager, das ist dein Ding. Und dann kam eins zum anderen und ich habe mich mit meiner Frau unterhalten, die hat dann gesagt, Mensch, dann probier's doch einfach mal. Wir haben dann viele Telefonate geführt mit dem Mike und mit der Karin und haben dann irgendwann letztendlich einen Termin ausgemacht und so kam es dazu. Wir haben dann gesagt, gut, wir machen das zusammen, wir probieren es und wir gehen den Weg in den Schlager jetzt gemeinsam. Also ihr habt euch auch gedacht, zumindest in beruflicher Hinsicht, mit uns beiden könnte es was werden. Und immerhin in der Form ist es was geworden, als das Album dann nach harter Arbeit, nach anderthalbjähriger Arbeit fertig vorlag. Und ich habe in deiner Biografie auch über dich gelesen, dass du dich selbst als Perfektionisten bezeichnest. Bist du mit dem Ergebnis, also mit dem vorliegenden Album jetzt zufrieden? Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Ja, durchaus. Also wenn ich jetzt sagen würde, nein, dann wäre es gelogen. Also ich bin durchaus zufrieden. Es ist alles ganz toll geworden. Die Fans da draußen lieben es. Und ich finde den Sound ganz gut und auch das, was man draus gemacht hat jetzt nach so langer Arbeit. Ich würde nur behaupten, in der neuen Zeit, wenn da wieder was kommt, würde ich den Sound vielleicht ganz ein bisschen modernisieren, ein bisschen moderner machen, um ihn da draußen vielleicht ein wenig
näher den Leuten hinzubringen, also ihn besser vermarkten zu können, glaube ich, weil die jungen Leute natürlich auch ein bisschen Schlager wollen. Und da muss man dann gucken, dass man das ein wenig modernisiert und ein bisschen moderner macht. Aber nichtsdestotrotz, das Album ist top, ich bin glücklich und die Fans da draußen auch. Und unterschiedliche Autoren haben Songs dazu beigetragen. Wir haben uns gerade schon mal drüber unterhalten, dass der Song, den ich jetzt als zweiten ausgesucht habe, von einem gewissen Renato Wohleib mitgeschrieben wurde. Und die Schlagerfans wissen natürlich, wer sich dahinter verbirgt. Das ist der Renato von den Palldauern. Und ich glaube, das ist nicht so das Schlechteste, wenn man auf seinem ersten Album einen Song vom Renato von den Palldauern hat, oder? Auf jeden Fall, also da bin ich ganz stolz drauf und ja, habe mich sehr gefreut natürlich, dass ich den Song dann auch so verwenden kann und dass er mir den Text dazu geschrieben hat. Dann hören wir jetzt rein, wie es sich anhört, wenn mein heutiger Studiogast Stefan Engel einen Song vom Renato von den Palldauern singt. Die Palldauer hätten den ja auch selber aufnehmen können, aber sie haben ihn dir überlassen und so hört er sich an, wenn dir der Himmel einen Engel schickt. Mein heutiger Studiogast Stefan Engel am Samstagnachmittag auf Radio Fips. Wenn dir der Himmel einen Wenn dir der Himmel einen Engel schickt, dann danke ihm.
Mich interessiert bei den Künstlerinnen und Künstlern, bei denen, die neu in der Szene sind, genauso wie bei den Etablierten, da interessiert mich immer, was haben die eigentlich gemacht, bevor sie von der Musik leben konnten. Also Christian Anders haben wir vorhin in der Sendung gehabt, anlässlich seines 75. Geburtstags vor ein paar Tagen. Der hat den Beruf des Elektroinstallateurs gelernt. Roland Kaiser war Leiter einer Werbeabteilung, bevor er dann hauptberuflich Musiker wurde. Stefan, du bist inzwischen auch Berufsmusiker, aber davor warst du Fachangestellter für Bäderbetriebe. Was genau ist das denn? Ja, das ist der alte, man hat früher mal gesagt, der Schwimmmeister, der Bademeister. Und ich glaube, viele Leute da draußen denken dann jetzt auch immer, das ist der, der mit dem weißen Klamotten, kurzen Klamotten am Beckenrand steht und guckt, dass keiner vom Beckenrand springt. Aber der Beruf hat natürlich viel mehr zu bieten, wie nur das, am Beckenrand zu stehen. Und es war ein ganz, ganz toller Beruf. Du hast viele soziale Kontakte, du hast mit älteren, jüngeren, behinderten Menschen zu tun. Und das, glaube ich, ist auch ganz, ganz wichtig auf dem Weg jetzt da in die Schlagerbranche für mich gewesen, dass man dieses soziale Umfeld eben hat auch. Und den Beruf hat übrigens auch der großartige Andreas Gabalier gelernt. Und der braucht keinen Plan B. Und ich hoffe mal, ich brauche ihn auch nicht. Also ich werde vielleicht hoffentlich auch nimmer zurück müssen in meinem Beruf, weil Musik machen gefällt mir dann doch viel besser. Und das machst du ja auch schon eine ganze Weile. Also eigentlich seit ganz jungen Jahren schon. Deinen ersten Auftritt hast du, glaube ich, schon als Kind gehabt, oder? Ach ja, ich sage mal, immer so auf Geburtstagsfesten und so, dann, ja, man singt immer wegen vor sich hin. Zwar nicht gut, aber laut. Und auch die Gitarrenanfänge, wie ich sie mir beigebracht habe, waren eher, sage ich mal, bedürftig. Und ja, man hat angefangen, klimpert ein bisschen auf der Gitarre rum, spielt irgendwie kein Lied zu Ende, weil man es noch nicht richtig kann. Und ja, ich glaube, da haben viele in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis viel mitmachen müssen und haben dann gesagt, oh Gott, jetzt kommt er wieder mit seiner Gitarre. Das ist heute natürlich Gott sei Dank anders. Ich bin dann so ehrgeizig und lerne das dann, bis ich es wirklich perfekt kann. Und ja, ich wollte meinen Opa natürlich stolz machen, der jetzt nicht mehr lebt. Und er hat mir die Gitarre damals in die Hand gedrückt und hat gesagt, ich vermach sie dir, wenn du sie lernst. Und ich habe es dann gemacht. Ich wollte ihn stolz machen, er hat es leider nicht erlebt. Aber ich glaube, er schaut mir zu und er weiß, ja, du hast was richtig gemacht. Und dass du die Gitarre dann richtig gelernt hast, das war, glaube ich, dann erst später. Also das war noch nicht in ganz jungen Jahren, oder? Nee, das war später, ja. Oh Gott, ich kann gar nicht mehr genau sagen, wann das war. Auf jeden Fall, es war relativ spät und ja, aber wie man sieht, also es ist nie zu spät, irgendwas zu tun und was zu lernen. Und von daher bin ich ganz, ganz glücklich und stolz darauf, dass ich das jetzt dann gemacht habe. Es gibt auf deinem Debütalbum Engelsgleich, über das wir uns heute insbesondere unterhalten und das im Sommer letzten Jahres erschienen ist, einerseits flotte, tanzbare Disco-Fox-Nummern, zwei davon haben wir jetzt ja zu Beginn der Stunde schon gehört, und es gibt aber auch ruhigere, eher balladeske Songs, und einen der ruhigeren habe ich jetzt ausgesucht, nämlich den Song Ist auch die Sehnsucht mal gestorben? Ich glaube, wenn irgendwann mal die Sehnsucht stirbt, dann kann man als Künstler, glaube ich, nicht mehr weitermachen. Oder irgendwie so eine Art von Sehnsucht und Ehrgeiz und Streben muss da, glaube ich, schon mit dabei sein als Musiker. Auf jeden Fall, das ist das Allerwichtigste, glaube ich. Dann hören wir jetzt die musikalische Umsetzung uns an in deinem Song aus deinem Debütalbum Engelsgleich ist auch die Sehnsucht mal gestorben. Dich zu vergessen, doch irgendwie haut das nicht hin. Du hast mein Herz so lang besessen, dass ich von dir gefangen bin. Die Sehnsucht brennt so wie ein Feuer. Und wenn man glaubt, dass es verglüht, entfacht ein Sturm es dann von Neuem und lässt im Herz die Funken sprühen. Ist auch die Sehnsucht mal gestorben?
ist es kaum zu ertragen. Ich spür im Herz nochmal den Stich. Als ich verstand, du bist gegangen, du hast getan, hast Schluss gemacht. Da hat das Träumen angefangen und hört nicht auf so manche Nacht. Ist auch die Sehnsucht mal gestorben? Sie wächst immer wieder nach, ganz tief im Herzen drin verborgen. Wenn eine Liebe mal zerbrach, ist auch die Sehnsucht mal gestorben, weil man nicht mehr an sie denkt. Spürst du, dass sie dir jeden Morgen das Radio lebt. Bei mir zu Gast heute im Studio ist Stefan Engel, ein Künstler aus dem Fränkischen, der heute bei uns sein Album, sein Debütalbum Engelsgleich vorstellt. Und Stefan, wir haben uns gerade darüber unterhalten, während die Musik lief. Du hast das Album bei deinem Produzenten Mike van Sameren im Hessischen produziert. Wie muss man sich denn die Studioarbeit vorstellen? Wie läuft das denn ab, wenn man so einen Song produziert? Ja, das ist, man nimmt sich ein Lied vor, fährt dahin, macht einen Termin, ganz klar, und dann spricht man erstmal über den Text, kommuniziert nochmal, hört sich den Sound an, den er da vorher produziert hat. Man hat ihn schon vorliegen, er schickt einen das ja auch, und macht sich dann darüber nochmal Gedanken, feilt noch an dem einen oder anderen rum, geht dann in die Gesangskabine und, ich sag mal, verausgabt sich komplett. Singt dann Chöre ein, zweite Stimmen und so weiter. Also so ein Studiotag mit einem Song dauert unterm Strich so 4-5 Stunden. Und dann muss man aber auch Pause machen und einen neuen Termin machen, um die Stimme eben wieder erholen zu lassen. Es ist auf keinen Fall so, dass man da hingeht und sagt, jetzt singe ich da mal 2-3 Songs und alles ist gut. So geht es dann doch nicht. Also es steckt viel harte Arbeit und auch viel Herzblut in dem Album. Hast du eigentlich einen Favoriten? Ja, ich finde alle Songs auf dem Album ganz toll. Und die Meinungen gehen da auseinander. Wenn ich jetzt persönlich gefragt werde von dir, dann würde ich jetzt spontan Sommer der Leidenschaft wählen. Denn ich bin mit Gigi Anderson ein bisschen groß geworden und ich finde, Sommer der Leidenschaft ähnelt so ein bisschen dem Sound und dem ganzen, der ganzen Aufmachung Gigi Anderson, und den finde ich ganz toll. Der hat gute Songs gemacht früher, die im Ohr bleiben, die man lange kennt, heute noch, und auch die, die er jetzt macht, ganz, ganz toll. Und deswegen würde ich sagen, aus meinem Album Sommer der Leidenschaft ist so mein Favorit. Dann hören wir uns den jetzt als nächstes an hier. Sommer der Leidenschaft, ein bisschen im Stil von den großen Hits von Gigi Anderson, aber ein Song von meinem heutigen Studiogast Stefan Engel aus seinem Debütalbum Engelsgleich am Samstagnachmittag auf Radio Fips.
Radio lebt. Deutsche Hits und Raritäten mit Christoph Schüli. Und bei mir zu Gast im Studio ist heute Stefan Engel mit seinem Debütalbum Engelsgleich. Und einige Songs daraus haben wir ja gerade schon gehört. Zuletzt den Song Sommer der Leidenschaft, bei dem er selber gesagt hat, das ist so ein bisschen ein Favorit auf seinem Album. Aber es gibt natürlich noch eine ganze Reihe mehr. Beispielsweise den Song Das Glück trägt deinen Namen. Der war, glaube ich, auch schon mal als Single ausgekoppelt, oder? Ja, auf jeden Fall, genau. Und das ist auch einer, nehme ich an, der bei deinen Live-Auftritten dann auch immer gut ankommt und auch immer mit dabei ist. Absolut. Also er muss mit, der Song muss mit. Das ist so für meine Fans passiert, der Song auch. Das Glück trägt den Namen von jedem Einzelnen da draußen. Denn ich finde immer, die Fans sind die wahren Stars. Das sind die, die aus dir das machen, wo du letztendlich dann landen wirst. Und da bin ich mega stolz drauf, auf meine Fans. Und du sagst ja immer, dein Künstlername ist zwar Stefan Engel, aber die Fans sind eigentlich die wahren Engel. Sind die wahren Engel für mich, absolut. Die geben mir die Flügel und die stehen zu mir, die halten zu mir, die unterstützen mich. Und das ist einfach der Wahnsinn. Dann hören wir jetzt als nächstes deinen Fansong, Das Glück trägt deinen Namen. Glück trägt deinen Namen von meinem heutigen Studiogast Stefan Engel. Und Stefan, du hast gerade gesagt, der Song, der ist auch in den Hitparaden gut angekommen und hat sogar schon mal Fantasy vom ersten Platz verdrängt. Ja, genau. Also da bin ich mega stolz. Ich war da damals, ich weiß noch genau, ich saß da vorm Fernseher, da ist das ja ausgestrahlt worden. Und ja, dann kam so Platz 5, 4 und dann dachte ich mir so, naja, jetzt bist du mit Sicherheit nicht mehr dabei. Platz 2 war dann Fantasy.
Und Platz 1, dann lief plötzlich mein Song. Also das war der Wahnsinn. Ich habe mich so mega darüber gefreut, dass die... Das alles habe ich aber den Fans zu verdanken da draußen, wirklich. Also es liegt nicht nur an dem Song, natürlich, ich finde ihn toll, aber die Fans da draußen, wenn die nicht anrufen, voten für dich und sind da für dich, dann kann sowas nicht funktionieren. Und ich habe mich so gefreut, dass ich mal da landen konnte. Natürlich Fantasy, brauchen wir auch nicht drüber reden, ganz, ganz tolles Duo, die machen mega gute Musik und finde ich auch klasse. Also höre ich selber privat auch, wenn ich ehrlich bin, so das eine oder andere Lied. Aber ich habe mich gefreut, denen einfach mal ein Bein zu stellen und die einfach da mal runterzujagen von dem ersten Platz. Und ja, war mega. In der Hitparade des deutschen Musikfernsehens war das, ne? Ja, genau. Das waren die deutschen Hitcharts im deutschen Musikfernsehen. Apropos Duo, vor deiner Karriere als Solist, hast du ja vorhin schon mal kurz erwähnt, warst du insgesamt ja 6 Jahre gemeinsam mit deiner Frau Nicole musikalisch unterwegs, die heute übrigens auch bei uns hier im Studio ist und dich begleitet. Und zwar als Duo Mumm. Und das Mumm, das habe ich gelesen, steht für Musik und mehr. Welche Art von Musik habt ihr zusammen denn gemacht? Ja, wir haben alles gespielt. Wir haben gecovert, Covermusik gemacht auf Kirchweihen, Geburtstagen, Hochzeiten und so Festen eben, Straßenfesten und so weiter. Und ich sag mal, eine ganz, ganz große Range abgedeckt. Also von Neuer Deutsche Welle über Oldies, Rock'n'Roll, Country, Rock, Schlager natürlich auch, ganz klar, das durfte nicht fehlen. Aber wir haben ganz viele Menschen damit unterhalten. Und das war eine ganz, ganz tolle Zeit und für mich auch eine ganz wichtige Zeit, denn auch da ist bereits, hat es begonnen, die Fanbase zu bilden schon mal. Also da sind einige schon, die jetzt immer noch dabei sind, die waren früher schon da und waren im Regen auf Kirchweih gestanden und haben uns zugejubelt, wenn wir da Musik gespielt haben. Ganz toll und die sind heute noch dabei. Und dafür vielen Dank an die Fans da draußen, dass ihr immer noch bei mir seid. Also alle Arten von Musik habt ihr zusammen gemacht. Was verbarg sich hinter dem Meer, also Musik und Meer? Meer war quasi, also wir waren immer mehr, wenn ich das so sagen darf, wie die anderen. Wir hatten immer die bisschen mehr Lichtshow, wir hatten ein bisschen mehr Entertainment. Ja, wir haben uns dann verschieden gekleidet auch, wir haben uns den Stil ein wenig angepasst. Wenn Rock war, hatten wir alte Lederjacken an und zerrissene Jeans, sage ich mal. Und bei Country den Cowboyhut und die Klamotten. Und haben dann immer wegen mit unserer Lichtshow schon gespielt und so. Und da haben wir gedacht, das ist einfach das Meer, was die anderen vielleicht nicht haben. Und ja, genau, so war das. 6 Jahre sind ja insgesamt doch eine lange Zeit, in der ihr teilweise über 100 Auftritte pro Jahr gemeinsam bestritten habt. Wie wirkt sich das eigentlich aufs Privatleben aus, wenn man beruflich schon so viel Zeit miteinander verbringt? Ich habe jetzt da überhaupt keine Probleme im Privatleben. Natürlich ist so eine Anzahl, es waren ja ganz am Anfang waren es weniger und dann ist immer mehr geworden und man merkt dann schon, dass der Stress natürlich schon ein bisschen steigt. Also der Kalender wird voll. Man freut sich natürlich über den vollen Kalender, aber ja, es hat natürlich auch seine Schattenseiten. Man ist dann irgendwann dann doch mal irgendwann an der Grenze auch angelangt, wo man sagt, jetzt geht's einfach nicht mehr. Wenn man so 3-4 Tage hintereinander dann auf den Bühnen steht, dann merkt man es am Hals, man merkt die Gesundheit. Ja, das ist wichtig und da muss man ein wenig auf sich aufpassen. Und wir haben dann auch gelernt, irgendwann, man muss auch mal Nein sagen zu einem Termin, den man kriegen kann, weil das hat keinen Wert, wenn die Gesundheit darunter leidet. Aber nichtsdestotrotz hat es Spaß gemacht, es war toll, die Zeit war toll und ich möchte es nicht missen, auf jeden Fall, was da war. Und ja, es hat mich geprägt und weitergebracht. Und ihr habt ja auch eine 15-jährige Tochter. Ja, die wird jetzt 16 nächste Woche. Und die hat sich wahrscheinlich auch gefreut. Einerseits, wenn die Eltern öfter mal nicht daheim sind, dann hat man sturmfrei. Dann kann man auch mal ein paar Freunde einladen. Aber natürlich freut man sich auch, wenn man ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen kann. Auf jeden Fall, na klar. Sie ist viel bei der Oma gewesen. Aber natürlich, ja, sie freut sich schon, wenn der Kalender dann nicht ganz so voll ist und man ist da. Also, dann hast du dich eben nach diesen 6 Jahren auch entschieden, deinen Weg solistisch, musikalisch fortzusetzen und das eben auch mit Unterstützung deiner Ehefrau Nicole, die ja, wie du vorhin berichtet hast, dich ermutigt hat dazu, diesen Weg einzuschlagen. Und ein vorläufiger Meilenstein in deiner bisherigen Solokarriere ist das Debütalbum Engelsgleich, das im letzten Sommer auf den Markt kam und das wir heute vorstellen bei uns hier am Samstagnachmittag auf Radio Fips.
Herbst. Und als nächsten Titel habe ich jetzt ausgesucht, Flieg zum Himmel mit mir. Ist das in Ordnung? Auf jeden Fall, ganz in Ordnung. Studiogast heute in der Sendung Schwarz-Rot-Gold ist Stefan Engel, der im letzten Jahr sein Debütalbum veröffentlicht hat, Engelsgleich, und von den Plattenproduktionen, von der Produktion der einzelnen Songs hat er uns ja vorhin ein bisschen schon was erzählt. Die andere Komponente des Lebens als Berufsmusiker sind ja die Auftritte, und jetzt haben wir vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, wie das in der Zeit war, als du mit deiner Frau Nicole als Duo Mumm Musik und mehr unterwegs warst. Jetzt als Solist hast du mir gerade gesagt, dass es dir wichtig ist, dass du nah an den Fans dran bist. Ja, genau. Also das ist, wenn man so Konzerte gibt im Schlagerbereich, dann ist es ja oft so, man steht auf einer großen Bühne und hat so, ich sag mal, den Saal voll Menschen. Dann, man möchte immer gerne jedem gerecht werden und möchte Gespräche führen. Also ich bin zumindest so, ich würde am liebsten jedem gern die Hand geben. Man hat jetzt nicht immer Zeit für jeden Einzelnen.
Und mir ist es schon wichtig, dass ich nah dran bin an den Menschen. Also die geben mir so viel und ich möchte auf irgendeine Art und Weise was zurückgeben. Und deswegen haben wir uns überlegt, für so einen Weg mal so Wohnzimmerkonzerte anzubieten auch. Ich mit meiner Gitarre komme zu dir nach Hause, du kannst mir ganz nah sein, lädst deine Freunde ein oder du hast Geburtstag, ruf mich an. Der Stefan kommt und macht es auch. Und da bin ich dann im kleinen Kreis, sage ich mal, dem Fan ganz nah. Und er kann das zurückkriegen, was er mir gibt, also diese Liebe sozusagen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Wenn du jetzt nicht bei deinen Fans im Wohnzimmer spielst, sondern auf einer größeren Bühne, welches Programm bietest du an? Also ein Bestandteil sind sicherlich deine eigenen Songs, aber darüber hinaus hast du sicherlich auch andere Titel noch im Repertoire. Ja, na klar. Also ich mache auch Titel von Nick P. zum Beispiel, Fantasy auch, ganz klar. Die gehören dazu, Gigi Anderson ist dabei, Semino Rossi. Ja, und das sind dann Titel, wo die Menschen auch kennen und auch mögen und so weiter. Und ich bin eher in meiner Musik immer ein bisschen so der, auch jetzt, wenn ich die Gitarre auf den Konzerten wieder in die Hand nehme und in das Programm einbaue, dann habe ich gern Musik oder Titel, wo die Leute vielleicht erstmal nicht wissen, vor wem es ist. Wo sie überlegen müssen, Mensch, was macht er denn jetzt da? Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Country Music oder Oldies und da gibt es so, so tolle Songs, die man da den Fans auch anbieten kann und die möchte ich in naher Zukunft auch ein bisschen mit einbauen. Also bunt gemischt, von allem etwas kann man mitbekommen, wenn man einen Auftritt von dir besucht, aber natürlich auch deine eigenen Songs von deinem Debütalbum Engelsgleich und die Quintessenz dessen, was du jetzt gerade gesagt hast, war, dass du möchtest, dass die Fans glücklich sind, denn auf die Fans kommt es an in dem Geschäft, ohne die Fans funktioniert gar nichts und da passt, glaube ich, auch der nächste Song aus deinem Debütalbum Engelsgleich ganz gut dazu. Der heißt nämlich Doch Tränen will ich keine sehen, schon gar nicht bei den Fans. Ganz genau. Ganz tief im Herzen drin.
Tränen will ich keine sehen, ein Song aus dem Debütalbum meines heutigen Studiogastes, Stefan Engel. Und Stefan, du hast ja vorhin schon mal gesagt, du hast so ein bisschen augenzwinkernd in der Vergangenheit dir schon mal vorgenommen, nach Michael Holm der zweite Erlanger Schlagerstar zu werden. Ist Michael Holm so eine Art Vorbild für dich? Auf jeden Fall. Also er hat ganz, ganz tolle Songs geschrieben, gesungen und die man auch kennt und die glaube ich, jeder kennt und die auf keinem Fest oder keiner Party fehlen dürfen. Und ja, warum nicht? Also Michael Holm hat es geschafft, in der Stadt Erlangen bekannt zu sein. Und wenn ich das natürlich auch kann, dank meiner Fans hoffe ich, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, ganz klar. Und wie wichtig dir die Fans sind, das hast du ja schon ein paar Mal angesprochen und du wolltest jetzt so kurz vor Schluss der Sendung auch nochmal das Wort an die Fans richten. Ja, sehr gerne würde ich das. Also ich bedanke mich bei allen Fans da draußen, die mir jetzt da zuhören, die bei dem Interview dabei waren. Es war ein ganz, ganz tolles Gespräch heute hier. Und vielen Dank, dass es euch gibt. Bleibt mir treu und ich hoffe, dass ich euch irgendwann mal live und persönlich auch jeden Einzelnen möchte ich am liebsten kennenlernen. Hört meine Musik, findet's toll, ich hoffe mal. Und vergesst mich nicht, bleibt mir treu. Vielen Dank. Welche Gelegenheiten gibt's kurzfristig, also in der nächsten Zeit dazu, dich live zu erleben? Was steht da an? Ja, wir haben jetzt die Planung für das Jahr. Ich habe ja vorhin schon gesagt, so ich möchte mehr so Wohnzimmerkonzerte auch geben und möchte zu den Fans hinfahren und in kleinen Runden dann wirklich denen mal nah sein, denen das zurückgeben, was sie mir geben. Und da sind wir jetzt dran und ich werde das ein bisschen verfolgen, weil das ist auch so eine Leidenschaft von mir, eben in so einem kleinen Kreis für Stimmung zu sorgen, einen schönen Rahmen zu schaffen. Und dafür, liebe Fans da draußen, könnt ihr natürlich auch mich sehr gerne mal anschreiben, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt oder Wünsche habt, Geburtstage oder was auch immer. Schreibt mich an, ich komme zu euch und wir werden einen unvergesslichen Tag erleben, das verspreche ich euch. Und ansonsten hast du ja vorhin schon mal gemeint, dass wenn eine nächste Plattenproduktion anstünde, dass du dann im Prinzip ein bisschen gerne noch in eine modernere Richtung gehen würdest. Ist da was schon konkret in Planung? Ja, wir haben der letzte Song jetzt wahrscheinlich, den du dann heute auch hier im Radio spielen wirst, Verbotene Träume heißt dieser, ist schon mal ein Versuch, wo wir gesagt haben, wir werden mal ein bisschen moderner und daran wollen wir ein bisschen uns orientieren und vielleicht daran aufbauen jetzt. Dann wünsche ich viel Erfolg für alles, was ansteht jetzt im Jahr 2020, das ja eigentlich gerade erst begonnen hat, also das noch viel Raum bietet für neue Ideen und neue Projekte. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass du da warst. Hat viel Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten in der letzten Stunde und ich wünsche dir viel Erfolg einfach für alles, was in der nächsten Zeit auf dich zukommt. Ja, auch ich sage vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für das nette Gespräch. Und ja, alles Gute weiterhin für euch. Und das waren 3 Stunden Schwarz-Rot-Gold auf Radio Fips mit Christoph Schüli. Noch ein schönes Wochenende und eine gute Woche. Gefühle explodieren. Es ist, als wäre ein Zauber in deinem Blick zu spüren. Ein Prickeln tief im Herzen, das mir den Atem raubt. Das alles für uns zwei nicht erlaubt. Verbotene Träume erlebe ich mit dir. Verbotene Träume, die ich mit dir spüre. Verbotene Träume und nichts hält sie auf. Gegen wen? Wir sollten es uns gönnen, weil wir es so begehren. Ich weiß, wir sind verloren, wenn es erstmal begann. Doch auch wie neu geboren, so fühlt es sich dann an. Verbotene Träume erlebe ich mit dir.
wissen wir genau. Wir warten schon seit Stunden. Ein Mann und